Sonja, du hast das Wort. Liebe Genossinnen und Genossen, vor knapp 6 Jahren bin ich in Berlin eingetreten, weil ich die Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft nicht stillschweigend hinnehmen wollte. Ich denke, so geht es vielen von uns. Doch vielen Menschen fehlt die Kraft, die Zeit, die Energie aufzustehen und aktiv zu verändern. Lieber stillschweigend ertragen, als aktiv verändern. Unsere Aufgabe muss sein, den Menschen ein Angebot zu machen. Ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Wir wissen, dass wir das Richtige fordern. Doch oftmals scheitern wir daran, unsere Idee, die Idee einer solidarischen Gesellschaft, so rüberzubringen, dass sie verstanden wird. Menschen dort ansprechen und mitnehmen, wo sie arbeiten, wo sie leben. Das muss unser Ziel sein. Nicht einigen in innerparteiliche Konflikte, sondern Scheuklappen abnehmen und rausgehen. For the many, not the few, wie Jeremy Corbyns Motto im Wahlkampf lautete. Ich wünsche mir, dass wir genau das werden. Eine Partei der vielen. Nicht nur für, sondern mit den Menschen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bewerbe mich heute und hier für den Landesvorstand unserer Partei, um meinen Teil dazu beizutragen. Mein politisches Steckenpferd ist die Bildungspolitik, die ich gerne innerhalb des Landesvorstands bearbeiten würde. Als Kind einer alleinerziehenden Mutter habe ich selbst früher lesen müssen, wie sehr gute Bildung vom Geldbeutel der Eltern abhängt. So sehr wie kaum einem anderen Industriestaat der Welt. Auch PISA und viele andere Studien belegen, mit einem geringeren sozioökonomischen Status sinkt die Chance auf einen guten Abschluss rapide. Die Linke will das ändern. Wir kämpfen für kostenfreie Bildung von der Kita bis zur Hochschule. Wir fordern eine Schule für alle, in der die Schülerinnen nicht von voneinander lernen können. Wir wollen ein Bildungssystem, in dem individuelle Förderung im Vordergrund steht. Lernen fürs Leben statt Lernen für die Wirtschaft. Meine Wut auf diese Ungerechtigkeit habe ich in meine Arbeit der Bezirksschülerinnenvertretung und die Unterstützung der Bildungsstreikbewegung gesteckt. Und nach der Schule wollte ich weitermachen und bin so zur Linken gekommen. Die einzige Partei, die wirklich und ehrlich auf der Seite der Betroffenen steht. In meinem Masterstudium mit dem Schwerpunkt empirische Bildungsforschung setze ich mich mit den Zahlen und Fakten, aber auch mit wissenschaftlichen Ansätzen zur Problemlösung auseinander. Frei nach dem Motto, nur wer seinen Feind kennt, kann ihn besiegen. Und auch heute noch bin ich mit. Doch Wut lässt sich in etwas Konstruktives umwandeln. Auch hier gilt es, lasst uns zusammenarbeiten mit den Menschen, die wütend sind auf Dauerstress, Bulimie lernen, mangelnder Mitbestimmung, Überforderung und Leistungsdruck. Schülerinnenvertretung und Gewerkschafterinnen der GEW müssen enge Bündnispartnerinnen bei unserer Arbeit sein. Mit den Betroffenen zusammen wollen wir gemeinsam für ein besseres System kämpfen und unsere Wut nutzen, um zu verändern. Und wir sind auf ihre Erfahrung und ihre Expertise angewiesen. Und wir können und müssen ihr Sprachrohr im politischen Diskurs sein. Wir haben viele Baustellen, liebe Genossinnen und Genossen, gerade jetzt unter einer schwarz-gelben Landesregierung, die wieder zurück will zu einem Bildungssystem für Privilegierte. Ich biete euch an, auf dieser Baustelle anzupacken und loszulegen. Zusammen mit euch, zusammen mit den Menschen da draußen. Hierfür bitte ich um euer Vertrauen und eure Stimme. Danke.